Hi Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit. Es ist Pink Chime auf YouTube. Yeah! Ich freue mich heute endlich mal ein aufgebracht Video zu drehen. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich los. Und ich werde natürlich zu jedem Produkt meine ehrliche Meinung dazu sagen. So, beginnen wir mal mit der Haarmilch von Nivea. Ich kaufe sie jetzt schon mindestens seit einem Jahr. Früher war die Verpackung blau, jetzt ist sie rosa. Besser für mich, ich liebe Pink. Ja, diese Haarmilch hat mich bis jetzt nie in Stich gelassen. Sie ist intensiv Feuchtigkeit mit natürlichem Glanz. Für natürlichen Glanz, glanzloses, trockenes Haar. Ich habe unten leider Gottes sehr trockene Spitzen, wie ihr sehen könnt. Und durch die Dauerwelle im Dezember hat das Ganze noch trockener gemacht. Also dieses Produkt kaufe ich immer wieder nach. Dann ein Produkt, was ich leider Gottes nicht mehr finde. Das habe ich mir damals bei Action gekauft. Leider gibt es dieses Make-up nicht mehr. Es ist von Max Factor. Wir haben in DM eine Max Factor Theke. Aber es gibt dieses Produkt nicht mehr. Die anderen von Max Factor kosten, glaube ich, um die 12, 13 Euro. Ich habe das 4 Euro bezahlt und ich hätte mir echt nicht gedacht, dass Porzellan Nummer 50 so schön ist. Ja, ich hoffe, ich finde das noch in Action, würde mir gleich dann 3 oder 4 holen. Also da muss ich echt sagen, top. Dann dasselbe Make-up von Revlon. Das ist dieses Photo Ready. Das macht diesen Foto-Tint, wo man so, vielleicht kennt ihr das, das gab es ja auch von einer anderen Reihe auch so, dieses Foto-Ready, vielleicht sagt euch das was, damals gab es glaube ich noch in Douglas. Auf jeden Fall kann man das noch da ein bisschen noch ausquetschen, aber ich muss euch sagen, das Make-up ist wirklich schön, aber es kostet viel. Aber es kostet viel, aber es ist wirklich wunderschön und ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Dann leer gemacht habe ich meine Immun 44. Gerade jetzt, wo Corona-Zeit ist, ich habe mir das online bei der Online-Apotheke bestellt. 25 Euro für 60 Kapseln. Ich habe die jetzt knappe 3 Monate durchgenommen und ich fühle mich ein bisschen fitter, intensiver. Die Sonne kommt wieder, ich habe ein bisschen Vitamin D-Mangel gehabt. Ich weiß nicht, wie die Blutbefunde jetzt sind, aber mein Vitaminhaushalt sollte sich mit denen sicherlich reguliert haben. Natürlich hilft das auch, wenn man jeden Tag einen Apfel isst und so weiter, aber bei diesen Zeiten würde ich zusätzlich noch so ein Präparat nehmen, einfach um den Immunsystem zu stärken. Manchmal gibt es auch bei DM manchmal auch sehr gute Sachen, günstigere. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt und was für euch tun wollt, könnt ihr mal schauen. Dann habe ich leer gemacht das Balea Golden Moon. Das riecht ja so ähnlich wie Alien Parfum. Ich habe es leer gemacht, aber ich habe mir dafür schon letztes Monat 2 nachgekauft, weil ich irgendwie Angst hatte, das geht aus dem Sortiment weg. Es gibt es noch im Sortiment, habe ich gesehen. Dann habe ich leer gemacht Handdesinfektionsgel antibakteriell gegen Coronaviren. Ja, also es ist nicht mehr viel drin, vielleicht kann man noch 2-3 Mal was rausnehmen. Habe ich bei Müller gekauft und zwar habe ich das wirklich super gefunden, weil es war groß für den Haushalt und ja, also ich würde auf jeden Fall die Flasche wieder nachkaufen, wenn es sie noch gibt. Dann, was ich nicht nachkaufen würde, ist von Balea Beauty Effect Hyaluron Booster Augen, so Augencreme, ich muss ich sagen, ich habe die gekauft, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts gespürt, dass sich da was getan hat oder so. Also das würde ich auf keinen Fall noch nachkaufen. Falls ihr eine gute Augencreme mir empfehlen könnt, dann schreibt es mir unten gerne unter den Kommentaren. Und was ich nicht mehr nachkaufen würde, ist das Balea 2-in-1 Trocken Shampoo und Volumenpuder. Das hat meine Haare nur noch mehr trocken gemacht. Also das würde ich auf jeden Fall nicht mehr verwenden. Man gibt das so drauf, man hat irgendwie das Gefühl, man gibt Backpulver drauf. Ja, und die Haare, ich weiß nicht, also dann nehme ich lieber ein Trockenshampoo statt das. Also das ist für mich persönlich ein No-Go. Dann, was ich leer gemacht habe, ist von Primark. Das war dieses Ultra Matte Liquid Lipstick Nude, hat gekostet 3 Euro. Wunderschöne Farbe, mir hat das so gut gefallen. Da hat man das hier noch so kaschieren können. Da war so ein kleiner Puffer dabei. Also wirklich wunderschöne Nude Farbe, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber
Das gibt es nicht mehr, das habe ich mir letztes Jahr gekauft und im Primer kommt ja immer wieder Neues raus. Aber auf jeden Fall nachkaufbedürftig, wenn es diese Farbe gäbe. Leer gemacht habe ich mein liebesvolle Lenore Alpenfrische. Ich habe mir dieses Mal wirklich eine größere Packung genommen, weil ich Lenore liebe. Ich liebe Lenore, die Weichspüler, die Bettwäsche riecht danach so gut und ja. Lenore hat auch andere gute Weichspüle, aber zurzeit habe ich mir das Alpenfrisch genommen und ich bin echt 3 Monate lang ausgekommen. Und ich gebe immer viel, nicht viel Weichspüler, aber ich schaue immer, dass die Dosierung wirklich passt. Und natürlich dazu habe ich mir diese Pots gekauft, da war jetzt nicht viel drinnen, 17 Stück. Wollte ich mal probieren in Cola. Hat wirklich auch danach die Wäsche gut gerochen, hat auch wirklich gut gewaschen. Ich habe Lenore mit den Lenore Weichspüler habe ich zusammengenommen. Dann, was ich leer gemacht habe, ist von Balea diese Tind Perfectioner optische sofort sauber. Auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Gut, leer gemacht habe ich es noch nicht, aber es gehört schon fast zu die aufgebraucht. Deswegen würde ich das auf jeden Fall noch einmal nachkaufen. Dann gibt es etwas bei, Moment, Entschuldigung, gibt es etwas bei Bipa und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, viele haben ja den Bipa nicht, vielleicht gibt es das auch online, dieses Medicare Beauty for Cosmetic Clean Porect Zuphasenreiniger. Es ist fast nichts mehr drinnen. Ich habe das wirklich 4 Monate gehabt und das reinigt so gründig. Es kostet zwar 12 €, aber es sind 200 Milliliter drinnen. Und ich muss euch sagen, die Reihe ist einfach top. Ich würde auf jeden Fall das wieder nachkaufen. Ich glaube, einmal kann ich es nur verwenden und dann muss ich es mir nachkaufen. Aber auf jeden Fall ein super Produkt. Ich zeige euch das ja noch einmal. Vielleicht gibt es das online bei Bipa, müsst ihr mal schauen. Oder vielleicht bei der Seite selber. Es ist wirklich, wirklich, man gibt einmal nur das drauf in Wattepad und man hat gleich alles schön weg. Man merkt richtig, das tut. Aua, super toll. Das tut sein Ding, ja. Dann habe ich mir, sorry, ich habe den Sackerl so blöd hingestellt. Dann habe ich mir aufgebraucht für weiße Zähne Listerine. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es die Zähne weißer gemacht hat, aber gut, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine tolle Mundspülung, löst selbst starke Verfärbungen. Hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, aber ich hatte dieses frische Gefühl. Ja, und vielleicht ist auch ein bisschen so eine Kopfsache. Ja, auf jeden Fall würde ich nicht mehr nachkaufen. So, meine Lieben, das war's jetzt von mir und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.